ist euer Hauptmann. Wie viele Männer könnt ihr anbieten? Ich hab 3000. Der hat 1000 und der 50. Wie hoch ist der Preis? Die Hauptleute, die Quartiermeister und die Fälscher wollen 60. Der Fähnrich 30. Weibel, Trommler und Pfeifer 7. Die Hälfte ist immer noch zu viel. Angebot und Nachfrage. Der Markt ist leer, weil die Franzosen alles kaufen. Ich werde sie mit meinen Bauern bekämpfen. Bauern können nicht kämpfen. Du wirst sie rekrutieren und ausbilden. Einige tausend von der Pike auf. Es dauert. So schwer ist das nicht. Wenn es Pfeile und Kugeln regnet, dann ist es schon schwer, sich nicht anzuscheißen. Ich nehme 100 von deinen Kämpfern. Auf der Stelle. Reicht das? Fürs Erste. Du reitest mit ihnen heute noch. Wohin? Heim. Der Kaiser braucht dich. Matthias Corvinus ist in Österreich eingefallen. Mit 100 guten Männern kannst du die Burg halten, auch gegen viele. Und sorg dafür, dass die Dreckskerle blutige Köpfe kriegen. Was die anderen angeht, ich werde über den Preis nachdenken und dein Angebot machen. Beeilt euch. Jeden Tag wird's teurer. Mach dir um mich keine Sorgen. Geh jetzt und such dir die Besten von denen aus. Söldner und Bauern also, gegen Frankreichs Ritter? Wir nehmen, was da ist, und Burgund schützen. Und meine Familie. Ich werde Vater. Du weißt es. Du auch? Johanna, also Frau von Hallewin. Woher weißt du es? Ich kann rechnen. Ich hätte keine Mensis. Ich hab Angst. Sie auch. Deswegen wollte sie dir nichts sagen, um dich nicht zu beunruhigen. Gott wird dir beistehen in den Gefahren der Niederkunft. Ich liebe sie. Sehr. Wann wirst du es ihm sagen? Deine Kammerfrau erzählt mir, du leidest seit Tagen unter Übelkeit. Ich will mir erst ganz sicher sein. Freust du dich nicht? Ich freue mich erst, wenn das Kind auf der Welt ist. Wenn es atmet. Und wenn es ein Knabe ist. Und wenn es ein Mädchen ist. Burgund braucht einen Thronfolger. Einen, in dessen Adern das Blut des Hauses Burgund fließt. Ein Mädchen ist da ohne jeden Wert. Glaubst du, mir gefällt das? Hoheit. Johanna von Hallewin, gegen euch wurde Anklage erhoben. Ich nehme euch in Gewahrsam. Monsieur de la Marche, was soll das? Es tut mir leid. Ihr Mann hat das Gericht der Generalstaaten angerufen. Auch der Bischof befürwortet einen Prozess. Wir können uns nicht gegen die Kirche stellen. Wache, bringt sie weg.